Ja, willkommen zu den Artischocks. Ich freue mich sehr, dass wir hier unseren Gast hier haben, Dominik Graf, Regisseur aus Hallo. München, den hoffentlich alle kennen und dessen Filme auch. Wir sprechen erstmal über einen Film, den noch keiner gesehen hat, einstweilen, auch ich nicht, du schon, das, was davon im Schneiderraum fertig ist, nämlich die Erich Kästner-Verfilmung Fabian. Das ist ein Stoff, der spannend ist, der auch schon mal verfilmt wurde vor ziemlich langer Zeit, in den 70er Jahren. 1980, ja. Ja, 1980, und ich habe den damals auch gesehen und sehr gemocht. Ein tolles Buch. Als allererstes würde mich mal interessieren, warum überhaupt Fabian? Warum wolltest du diesen Roman verfilmen? Was reizt dich daran und was macht den Stoff vielleicht aktuell? Ja, seltsamerweise ist er mir zweimal hintereinander angeboten worden. Und beim ersten Mal habe ich schon also mit einem Autor zusammen sowas, eine Art Treatment entwickelt. Dann ist der Produzent, hat dann plötzlich kein Interesse mehr gehabt. Und dann kam Felix von Böhm, auch nochmal mit dem Fabian und einem sehr guten Autor. Und da stand schon relativ viel in Gedanken. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, auch im Rahmen von Berlin-Babylon und so weiter, dass die 20er Jahre mal wieder irgendwie fröhliche Urstände feiern und dass der Roman ja nun wirklich auch in der politischen Zeit, die wir jetzt haben, 100 Jahre später gewissermaßen sehr, sehr, sehr unheimliche auch Parallelen irgendwie aufreißt. Wichtig daran war mir dann aber auch, dass Kästner selber hat ja gesagt, der Roman hat gar keine Geschichte. Das fand ich schon mal super, also weil das so empfand ich das auch. Das gibt einem aber die Möglichkeit, wirklich eine Art von Panoptikum, also eine ganze, wie so eine Diskokugel von der Art von Berlin, wie er es schildert. Das ist dann nicht das große verbrecherische Berlin-Babylon, sondern das ist so ein kleines, manchmal aus Literaturcafés zusammengesetztes, so Hurenhäuser, wo man nicht weiß, sind das jetzt Künstlerinnen oder wie einigt man sich hier eigentlich finanziell, also so auf der Couch quasi. Und so eine ganz, ganz seltsame Untergangsatmosphäre, die er ja also erstaunlicherweise dann eben schon 1931 so klar vorausgesehen hat. Das ist schon wirklich irre, sonst wäre der Untertitel ja auch nicht Der Gang vor die Hunde. Den kann man auch, Kästner war ja auch immer so ein bisschen so ein kleiner Moralist. So kann man das auch sehen natürlich, dass die Welt geht zugrunde gewissermaßen, der Mensch ist ein Schwein. Und diese Sichtweise, mit dieser Sichtweise durch diese so beginnenden Auflösungserscheinungen der Demokratie und dann aber diese wahnsinnig schöne Liebesgeschichte zwischen Fabian und Cornelia und dass Fabian Kästner selbst, das ist ja nun kein Geheimnis, das ist wohl so. Und dann noch der verzweifelte Freund Labude, Millionärssohn und Kommunist und absolut ein Versager in Liebesdingen, was letzten Endes ja dann auch zu seinem tragischen Ende führt. Also eine Konstellation, von der man nicht sagen kann, nein, das ist wirklich keine Story, aber es ist einfach eine Grundsituation, die sich wie eine Lawine immer, immer mehr vergrößert. Ich war jedenfalls begeistert. Und dann haben wir geschrieben und dann haben wir überraschenderweise auch einigermaßen den finanziert bekommen. Aber doch so, dass wir für diesen Riesenroman, der ist nämlich ganz schön groß, dann doch nur 35 Drehtage hatten, also 10 mehr als ein Tatort. Und das ist dann bei dem, was da auf der Liste steht, der Film wird nicht gerade kurz. Das war schon irgendwie ein ganz schöner Ritt. Tom Schilling als Fabian hatte ich von Anfang an, also das war so ein bisschen so wie bei der Katze damals bei Götz George, wo ich ehrlich gesagt, wenn der gesagt hätte, nee, mache ich nicht, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ich fand den Tom von allem her, was ich gesehen habe, und wir hatten auch schon mal früher Annäherungsversuche und wollten miteinander arbeiten, aber von allem, was ich von ihm gesehen hatte, fand ich ihn so unglaublich stimmig. Außer, dass er nicht Sächsisch spricht, weil im Gegensatz zu Kästner. Aber das so präzise da drauf, und das hat sich, finde ich, dann auch, obwohl es eine Riesenarbeit war, dann auch wirklich bewahrheitet. Die beiden anderen natürlich auch, also der Albrecht Schuch als Labude und die Saskia Rosendahl als Cornelia. Eine Arbeit, die in der Intensität, auch durch die kurze Drehzeit, ist da eigentlich kaum überbietbar war. Wir haben es einigermaßen hingekriegt dann in Zeit und halbwegs auch in den Finanzen. Und jetzt wurschtel ich mich da freudvoll im Schneiderraum durch die 100.000 Möglichkeiten, die ich habe. Irgendwann müsste ich jetzt da mal langsam einen Feinschnitt beenden. Ja.
Ist das eine in dem Sinn authentische Literaturverfilmung, dass du wirklich die Geschichte, die Kästner geschrieben hat, auch verfilmt hast, oder gibt es größere Abweichungen? Es gibt ein paar kleine Abweichungen. Ich finde sie nicht groß. Also es gibt die Liebesgeschichte wird noch mal stärker aufgenommen als das bei Fabian. Also bei Kästner ist es ja so, wenn die weg ist, ist sie weg. Das ist bei uns ein bisschen anders. Alle anderen Sachen, was ich geändert habe, sind eigentlich nur leider, obwohl wir einen ziemlich langen Film haben, Kürzungen. Meine Tochter, die den Roman auch gelesen hat, die fragt dann immer, ist die Szene drin? Ist die Szene in der Zeitung drin? Ist die Szene mit den beiden, wo die der Nazi und der Kommunist sich nachts beschießen? Nee, ist nicht drin, ist mir dann peinlich. Aber gerade weil es natürlich so ein, wie soll man sagen, so eine amorphe Masse ist und nicht so ein tightes Storytelling erzählen, musst du natürlich irgendwann dann auch sagen, nee, also das geht jetzt nicht auch noch. Das wird dann einfach zu viel, zu lang und so. Aber der Versuch gewissermaßen, die Politik und das spüren zu lassen, einen Ersatz für Szenen zu schaffen, die nicht drin sind, das haben wir schon probiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es von dir schon viele Literaturverfilmungen gibt. Ich muss mal jetzt überlegen. Die Katze war eine Literaturverfilmung. Ja. Nee, zweimal Henry James, den Freunde der Freunde und Am Abend aller Tage. Ja. Ah, okay. Und das Gelübde von Kai Meier, dem Fantasy-Autor. Und irgendwie dachte ich hinterher, Schiller fühlt sich ja an wie eine. Ja, ist es aber nicht. Und nee, das ist es nicht. Genau. Ist das schwierig für dich gewesen? Ist das, also Literaturverfilmungen abgesehen davon, dass die Leser, und es gibt viele, die Fabian gelesen haben, natürlich das immer ein bisschen vergleichen dann und gucken, was ist drin, wie deine Tochter, oder auch schauen, sieht der so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe und all das. Also man kann eigentlich große Fans fast nur enttäuschen, weil die Literaturverfilmung ja immer etwas objektiviert, was in der Vorstellung vorher nur vorhanden ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie ganz andere Zuschauerschichten erschließt und dass sie auch gleichzeitig auf eine gewisse Weise über das Buch unter Umständen hinausgehen kann. Aber es ist auch schwierig. Vielleicht erzählst du mir ein bisschen was über deine Überlegungen, also sowohl filmische Vorbilder, aber auch, wo siehst du die Schwierigkeiten, wie begegnet man dieser Objektivierungsgefahr? Also das war jetzt der erste Roman. Die anderen Sachen, von denen ich gesprochen habe, die beiden Henry James, das waren Novellen und das Gelübde ist auch eigentlich eine kleine Erzählung. Der Punkt beim Roman ist, das stört mich immer an den Literaturverfilmungen, dass sie immer alle zu kurz sind, meiner Ansicht nach. Weil wenn du es mit so einem Volumen zu tun hast, also ob das jetzt auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist oder unter dem Vulkan oder eben auch so eine Berlin-Alexanderplatz oder solche wirklich Wuchtdinger, dann musst du diese Wucht ja auch irgendwo, und die besteht nicht nur aus dem, was passiert oder aus der Story, wie Kästner gesagt hat, von der es gar keine gibt in seinem Roman, das ist bei einigen anderen sehr, sehr guten Romanen ähnlich. Du musst ein Äquivalent finden, um die Art, wie erzählt wird, um die Art, wie der Dichter spricht gewissermaßen in dem Roman, das rüberzuziehen in den Film. Und dazu brauchst du bei einem Roman meiner Ansicht nach zum ersten Mal Zeit. Ja? Also es muss nicht so lange dauern wie die russische Krieg und Frieden-Verfilmung von 10 Stunden, glaube ich. Aber mit der ganz normalen Länge, so die ein Zuschauer im Kino erwartet, kommst du fast bei keinem Roman, wenn du ihn wirklich machen willst, richtig aus, gewissermaßen. Denn da muss was sich ausbreiten, da muss plötzlich eine Nebenfigur erscheinen, die dann bei so taffen Dramaturgen dann gleich wieder irgendwie über Bord fliegt. Nee, das darfst du eben nicht, sondern du musst sozusagen die Größe, die Weite, die Disco-Kugel, wie ich vorhin gesagt habe, im Kleinen im Roman, wird ja eh nicht 1:1, aber das nachempfinden. Im idealsten Fall müsste der Roman so lange dauern, wie du brauchst, bis du ihn liest. Also der Film so lange dauern, wie du brauchst, den Roman zu lesen. Das ist aber natürlich dann schon ein bisschen unrealistisch, aber der Versuch, sich auszubreiten, den finde ich beim Romanverfilmen irre wichtig. Mhm. Also diese ganzen alten Romanverfilmungen, die halt doch sehr oft wirklich nur auf das Skelett der Sache und dann oft die Dialoge auch umgeschrieben haben, weil sie ihnen zu altertümlich vorkamen oder sonst was. Das weiß nicht, ob man das heute noch so machen kann.
wir kennen aus der Filmgeschichte eine Figur, die lange verpönt war. In der letzten Zeit scheint mir wieder ein bisschen zu Ehren kommt. Das ist nämlich der Erzähler aus dem Off. Und wir haben das sehr direkt gehabt, auch in der Literaturverfilmung Transit von Christian Petzold. Da gibt es einen Erzähler, den wir auch aus dem Off hören. Dann haben wir das ein bisschen verklausuliert gehabt, fand ich sehr geschickt gemacht, im Film Berlin Alexanderplatz, der bald ins Kino kommt, in der einzelne Figuren wie Erzähler fungieren, vor allem die weibliche Hauptfigur. Hast du einen Erzähler? Den gibt es ja bei Fabian auch. Und ja, wie hast du es gelöst? Den gibt's. Ich glaube, das ist eine... ich habe im Moment, ich habe schon eine Stimme aufgenommen, eine ältere Stimme, also quasi ein alter Erich Kästner, wenn man so will. Ich hatte ja bei den geliebten Schwestern auch eine. Genau. Das ist ja auch, wenn du Zeit erzählst und wenn du die Sprünge, die sich Romane erlauben, die Zeitsprünge, wenn du die erzählst, dann braucht es manchmal irgendwie Verbindungen, gewissermaßen nicht jetzt irgendwie, was geschah da in der Zwischenzeit, sondern um Gefühle zu vermitteln, die Schauspieler sprachlich so nicht ausdrücken können, die aber der Erzähler gewissermaßen, ja, das sind bei mir schon immer so übergeordnete Götter von oben. Also ich finde immer noch diese olympische Erzählweise eigentlich für den Film am besten. Also diese Figuren, die von oben dann so alle Fäden in der Hand zu haben scheinen, weil so spricht ja Kästner über seine Figur auch. Du magst es ja auch. Also in deinen anderen Filmen, es gab schon öfters Erzähler, die in deinen Filmen vorkommen. Ja, ich habe das auch nie verstanden, warum das verpönt war. Es gibt natürlich schlechte Erzähler, vor allem in deutschen Filmen, das ist mir schon klar. Und vielleicht habe ich es auch nicht immer richtig hingekriegt, aber es ist einfach auch das ist eine Figur aus der Nouvelle Vague gewissermaßen. Ja. Man muss ja auch nochmal, irgendwann muss man die Nouvelle Vague ja auch nochmal so hinstellen, dass man sieht, wie viel da aus der Literatur gekommen ist. Die haben zwar immer über Filme geredet, aber ich glaube, sie haben noch mehr gelesen, als sie im Kino saßen. Mhm. Und das hast du natürlich also bei Romer und Truffaut, die konnten ja Balzac auswendig, und das merkst du natürlich dann auch. Und da war es gar keine Frage, dass ein manchmal völlig zusammenhangloser Erzähler, was dann witzig war, auch bei Godard gibt es das ja auch, dann, das muss vorkommen, weil die Beziehung zwischen den Figuren und einem übergeordneten, wie soll man sagen, Regelwerk, das diesen Film steuert, und die Figuren sind dem ausgeliefert, Schicksal, die wurden dann immer durch literarische, manchmal streng literarisierte Erzähler ausgedrückt. Mhm. Und das war für mich deshalb immer eine Selbstverständlichkeit, dass das mit zum Kino gehört, dass das dann irgendwann mal so verpönt wurde, das habe ich eigentlich überhaupt nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Aber ich finde auch, es hat viel mit Kino zu tun, weil es auch ein Stellvertreter wiederum des Zuschauers ist, weil es so eine Klammer zwischen Zuschauer und Film sein kann, der Erzähler. Er erzählt uns was. Und natürlich kommt das Kino ja vom Geschichtenerzählen her. Du hast ja auch so eine Figur, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar mehrere sind, in Der Felsen. Am Anfang gibt es dann da das afrikanische Kind. Zwei sind es, genau. Also es gibt den afrikanischen Mann, der diese Dinge ordnet. Genau. Und dann gibt es noch zwei Erzähler von außen, eine Frau und ein Mann, die quasi paritätisch sich das teilen. Ja. Genau. Jetzt spielt Fabian in Berlin. Ich nehme auch an, du hast es nicht aktualisiert, wie Berlin-Alexanderplatz, der das eigentlich im heutigen Berlin spielen lässt, sondern es spielt im Weimarer Republik Berlin. Ja. Du hast auf Berlin-Babylon schon verwiesen. Wir haben eigentlich so ein bisschen eine Sehnsucht nach diesem alten Berlin und nach dem Weimarer Film, auch den Weimarer Stimmungen, auch mit ihren Gefahren. Es gibt gleichzeitig natürlich die Gefahr, dass man überausstattet und alles dann nur so nach gewissen Ausstattungsklischees erzählt, wie es zum Beispiel in der Brecht-Verfilmung über die Drei-Groschen-Oper der Fall war. Und umgekehrt haben wir aber auch diesen aktuellen Ort Berlin. Berliner Alexanderplatz wird das ganz gut verbunden. Es gab eine ganze Welle von Berlin-Filmen in den 90er Jahren. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen weniger, aber Berlin scheint immer noch so das visuelle Zentrum des deutschen Kinos zu sein. Du hast auch schon sehr oft in Berlin gedreht. Gibt es in Berlin immer noch was Neues zu erzählen oder ist das nicht auf eine gewisse Weise schon auserzählt? Woher diese Fixierung auf das Berlin im Kino? Also bei Angesicht des Verbrechens war es ganz eindeutig natürlich der Zeitpunkt, wo diese ganze besondere Kriminalität eben in Berlin und nicht in Ludwigshafen oder so, wobei es da, glaube ich, dann auch war. Aber zu dieser Zeit, das war ja eigentlich auch schon ein Kostümfilm, 2008 gemacht,
2005 angefangen zu schreiben, war es, hat er Zustände geschildert, die eigentlich Ende der 90er irgendwie so in Berlin waren. Also die ganzen Mafiosi waren, als wir gedreht haben, schon längst in Spanien. Trotzdem hat es da doch auch wieder diese babylonische Vielsprachigkeit, dieses, was es früher hatte, dass man das Gefühl hat, alles strandet da irgendwie in Berlin. Alle, auch sehr viele aus dem europäischen Osten und noch weiter von hinten sozusagen. Das ist ein Sehnsuchtsort, weil man dann wenigstens gewissermaßen in einer halbwegs funktionierenden Politik steckt und nicht in egomanischen, tyrannischen Staaten versackt irgendwie. Aber es ist ja auch so ein, man kann sich auch viel erlauben da, glaube ich. Also irgendwie schaffen die Gangsters ja, Rolf schreibt jetzt wieder an einer Serie, die auch in Berlin spielt, das ist erstaunlich, der hat ja immer so Leute bei der Polizei, was da für Geschichten rauskommen. Unfassbar, unfassbar. Neulich gab es eine Wette auf ein Spiel, einfach ein Fußballspiel in der Ukraine, das nicht stattfand. Das war ein Fake. So, das ist wirklich, die haben die Erfindung, also das, und das trägt Berlin zum Beispiel. Und das andere ist natürlich, das, also jetzt als zweites großes Berlin-Drama, Fabian, ist es natürlich die Tatsache, dass Fabian in einer Zeit spielt, du wirst es sehen dann und hören auch die Sätze, die da fallen und die Empfindungen, wo sich das Ding auf den Abgrund zubewegt. Und die Hauptfigur weiß das. Und sein Freund sagt ihm, du musst halt einfach auch, mach mit mir zusammen, komm, wir gehen in die Arbeiterpartei, wir machen irgendwie Leute bilden, müssen kulturell, müssen wir alles anderes aufbauen, den ganzen Erste Weltkriegsmist, das muss jetzt mal weg, die ganzen leseunfähigen, traumatisierten Deutschen irgendwie wieder zu, und Fabian glaubt nicht dran, null. Der ist ein Skeptiker. Total. Ja. Also Skeptiker überhaupt. Also er findet jetzt auch nicht nur die Deutschen und nicht nur wegen dem Ersten Weltkrieg, obwohl er selber da auch ein Trauma von hat, sondern er findet einfach, dass der Mensch nie den Punkt finden wird, wo er in einer Gemeinschaft, Gesellschaft glücklich ist. Und das ist natürlich dann plötzlich, spätestens ab dem Zeitpunkt, als mir das dann nochmal angeboten wurde, hatte ich natürlich das Gefühl, das spricht ja fast von uns im Moment. Ohne dass man das jetzt überbetonen muss, ja. Also die Gefahr bei Berlin-Alexanderplatz in dieser Modernität war natürlich daran, dass das hätte auch wahnsinnig konzeptionell werden können. Mhm. Ja? Also auch durch den Austausch von Biberkopf jetzt als Asylanten und so weiter, das ist natürlich sehr plakativ an sich, aber die Prüfung ist wirklich hervorragend bestanden worden. Das ist überhaupt keine Frage. Alle möglichen Katastrophen umschifft und einen fantastischen Film gemacht. Finde ich auch. Das ist ja, ob mir das gelungen ist, das werden wir jetzt dann sehen. Aber es ist irgendwo ein verwandter Film, weil er in derselben Zeit spielt, in denselben Moloch, in denselben irgendwie Abgründen. Die stehen dann da vorm Arbeitsamt irgendwie und plötzlich kommen Schießende wie im Wilden Westen. Es waren damals in Berlin täglich 3 Banküberfälle. Ja. Wirklich. Also das, und diese Atmosphäre, klein, aber für den Zuschauer spürbar einzufangen, dieses Drahtseil oder dieses dünne Seil, das ständig droht zu reißen, und dann natürlich noch die große Liebesgeschichte dazu, das fand ich irgendwie unglaublich reizvoll. Vielleicht ist gar nicht so wichtig letzten Endes für mich, ob eine Sache wirklich einen Zeitbezug hat, wenn sie für sich dann auch so überzeugend ist. Ich bin dann beim Schreiben, also co-autorenmäßig, immer mehr auf diese Parallelitäten gekommen. Mhm. Und habe sie, glaube ich, schon dann auch im Film auch bedient. Also es gibt manchmal so plötzlich so Gucklöcher im Film, die in die Gegenwart gucken. Aber auch das darf man dann nicht zu sehr konzeptionalistisch machen. Was ich mich gefragt habe, als ich gehört habe, dass du das verfilmst, das ist, weil es gibt Gemeinsamkeiten. Das ist, ob du an einen Film gedacht hast, von dem ich weiß, dass du ihn sehr magst, der auch bestimmte Nähen hat zu Fabian, nämlich Beruf Reporter von Antonioni. Denn Fabian ist auch Reporter, Journalist. Er ist auch die Figur von Beruf Reporter, ist, wenn man so will, ein Skeptiker. Das ist jemand, der auf den Tod zureist, das auf eine gewisse Weise auch ahnt, der seine Identität ablegt, der also bestimmt eine Art von existenzieller Leere in sich spürt. Das ist nur mal eine Frage. Habe ich nicht so gesehen, aber er ist ja auch nicht, er will Reporter sein, aber er kriegt ja keinen Job, er ist ja im Grunde Werbetexter. Aber ist egal, er kann mit Worten umgehen, er kann was beschreiben, er schreibt, ein Gedicht schreibt er auch direkt im Film
Und ich finde das schon gut als Parallele, weil es dieses Beobachtende hat. Genau. Weil der Gang, weil er guckt auf diesen Gang vor die Hunde, während er selber gewissermaßen dem Abgrund immer näher rutscht. Das stimmt schon. Das stimmt. Das ist ein, ich gucke gerne zu. Ja. Die Und es ist so ein Parallele ist nicht Flaneur, schlecht. so ein Flaneur-Idee auch ein bisschen. Für mich war der Ja, Fabian natürlich zumindest immer. im Gefühl, das berührt mich alles nicht. Ich weiß eh, wie das läuft. Frag mich und ich weiß, wie es in Deutschland in 5 Jahren aussieht. Bei hoher Sensibilität. Sehr. Also auch in diesen, Puffs, durch die der Labude ihn dann zieht, da guckt er immer nur. Er sitzt in der Ecke und guckt und macht sich seinen Reim von der Welt, der aber auch nicht immer stimmen muss. Also nicht immer ist auch seine Menschenkenntnis hundertprozentig, würde ich mal sagen. Die drei Hauptdarsteller, du hast es schon gesagt bei Tom Schilling, aber auch mit den beiden anderen hast du, glaube ich, noch nicht zusammengearbeitet, ne? Hast du die ausgewählt, weil die als Typen passen? Hast du die ausgewählt, weil du immer schon mit denen arbeiten wolltest? Oder wie kommt es? Denn ich meine, gut, also bei Schuch, da haben wir ein bisschen, der ist gerade sehr gefragt und wird vermutlich auch von Castern angeboten. Man kommt auf den aus vielen Gründen, weil man gute Rollen gesehen hat. Saskia Rosenthal, für mich eine der tollsten, spannendsten Schauspielerinnen, habe ich leider das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen unter Wert gegenüber anderen gehandelt wird, die dann in jedem zweiten Autorenfilm mitspielen. Und deswegen freut mich das auch sehr, dass sie da eine Chance bekommt. Was waren die Gründe, die zu wählen? Ja, die hatte ich. Da hatte ich vor allem den ersten Film gesehen von dieser Australierin, der spielt, ne, der nach dem, also in der Endzeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Mir Genau. fällt gerade Lore oder Lore, Lore. genau, ja. Und den zweiten Kate war Shortland, ja. natürlich dann Werk ohne Autor, wo sie mich, also ich fand, Ja. wo sie mich wirklich komplett überzeugt hat. Und vor allem war wichtig, dass man an ihr so spürte. Dann natürlich bei Probeaufnahmen und beim Treffen sowieso, aber auch in den Filmen, sondern so eine innere Freiheit spürte. Also, dass die eine Frau sein kann, die so einen Skeptiker wie Fabian quasi mit Schwupps über den Tisch zieht. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch geworden. Ja, das hoffe ich sehr. Und den Werk ohne Autor, den ich persönlich einen richtig schlechten und schlimmen Film finde, ich darf das ja sagen als Kritiker, finde ich sie eine Wucht, weil sie eben genau das, was der Film sonst nie hat, eine Intensität immer hat. Ja, er hat, Aber der anderen, der eigentlichen weiblichen Hauptfigur hat er nicht, ja. die hat er nicht gut behandelt. Ja. Also autorenmäßig, drehbuchmäßig. Was ist dein Verhältnis, abgesehen von politischen Nähen zu Weimar, aber was ist dein Verhältnis zu dieser Weimarer Kultur, auch dem Weimarer Kino? Also ich bin ja früher nie in Stummfilme gegangen, so ging es schon mal los. Ich da ich mich, wie jetzt schon heute häufig zur Sprache kam, mich an den Franzosen orientiert habe, musste in meinen Filmen erstmal viel geredet werden. Und Stummfilm fand ich immer expressiv. Peter Lorre, M, kannst mich jagen. Ist kein Stummfilm mehr, hat aber trotzdem natürlich, so wie er das spielt, kommt das voll total aus dieser. Kann man dich auch heute immer noch damit jagen? Es ist besser geworden, sagen wir mal so, ja. Ich fand auch deinen Film sehr schön über diese Art von Kino. Ja, es muss einem ja manchmal Auch auch kein Stummfilm. nahegebracht werden. Ja. Ich werde nie irgendwie so ein ganz großer Stummfilm-Fan, bis Ich mag vielleicht ja auch nur bestimmte. Ich versuche das Abwege ja auch von da. Papst oder so, den fand ich unheimlich gut. Ja. Aber der hat auch schon so viele Dialoge, dass er so viele Zwischentitel hat, dass er schon fast kein Stummfilm mehr ist, gewissermaßen. Also das ist nicht meine Welt. Und es ist auch dieses Abfahren auf die wahnsinnigen Optiken und die irren gebauten Räume. Das ist gar nicht so das Ding, was mich interessiert. Aber das Drumherum und woher das kam, was man ja wirklich bei Krakauer und so weiter auch gut nachlesen kann, das kann ich natürlich als eine Zeit. Bei Fabian gibt es ja keine, da gab es zwar einen Traum, im Roman gibt es einen Traum, den ich versucht habe, ein bisschen nachzuempfinden, aber wir hätten diese irren Gebäude, wo dann in seinem Traum die Leute 40 Meter fallen, das hätten wir gar nicht uns leisten können. Der Punkt ist eher, dass man sozusagen in einer Zeit lebt, in der solche Visionen entstehen. Das schon. Ja, also da gibt es diesen Produzenten, der ja dann Cornelia quasi auf seine Seite zieht und der träumt so vom psychologischen Film. Und da ahne ich irgendwie so eine Nähe zu der Zeit, dass man an das Kino noch richtig glaubt. Man weiß noch gar nicht genau, was für Möglichkeiten das noch hat. Auch eben so innere Entwicklungen, eben psychologischer Film und so. Das finde ich irre spannend. Also ich gucke deskriptiv drauf, mich mitten in diesen
Expressionismus zu stürzen, filmisch, fällt mir manchmal schwer. Na, es ist ja nicht nur Expressionismus, es ist, finde ich, immer auch, es ist oft eben auch beides, es ist neue Sachlichkeit, manchmal auch nur in einem Film wie Menschen am Sonntag. Ja, aber neue Sachlichkeit kommt mir näher. Genau, das habe ich geahnt. Und dazu gehört ja, selbst in den expressionistischen Filmen, etwa von Lang, in den Mabuse-Filmen, gehört ja ein Blick auf die Stadt und auf die Gesellschaft. Also ein weniger Interesse an einer Person, wenn überhaupt ist das Interesse am Verbrecher Mabuse, aber ein Interesse an der Gesellschaft. Nee, das stimmt. Dass der Stadt als Moloch, also wie auch bei Alexanderplatz und so weiter, die kommt im Kleinen, glaube ich, bei mir auch vor. Und auch in der Art der Dramaturgie, wo du nicht immer an der Hauptgeschichte klebst, sondern plötzlich Nebenfiguren, wie gesagt, wichtig werden. Auch ein Film über Frauen, über die Position der Frauen, das sind ja fast nur irgendwie katastrophale Biografien, die da auftauchen, was die Frauen betrifft. Mhm. Das ist schon spannend. Mhm. Du hast mal einen Film gemacht, der lief in Hof und handelt von der Erpressung einer Stadt, mir fällt der Titel gerade nicht ein, Eine Stadt wird erpresst. Der heißt sogar, ja genau, oh, ja, guck, eine Stadt wird erpresst. Und dachte ich schon damals an Außer Hände über der Stadt an Weimar, weil man so diesen Polizeiapparat da an der Arbeit sieht, mindestens 10 Leute und die ganzen Verbindungs- und Kommunikationslinien und sowas. Mhm. Also würdest du nicht sagen, dass du in vielen deiner Filme so versuchst, schon diesen Blick auf Stadt als intensivierte Gesellschaft auch zu werfen, also in dem München-Film, in Angesicht des Verbrechens, in dem Stadt wird erpresst, in vielen der Polizeirufe? Ja, ich glaube schon auch, dass ich weiß, also ich meine, ich bin jetzt quasi in einem Rentenalter. Ich glaube, dass ich zu einer Generation auch gehöre, die von dem Mythos Stadt auch noch wahnsinnig irgendwie berührt war. Mhm. Auch im utopischen Sinn, also wie es anders sein könnte, als es in Wirklichkeit ist, aber gibt von Michael doch diese schöne Begriff, immer wenn man nach oben springt gewissermaßen, dann ergeben sich für den Zuschauer die Fluträume für die Emotionen. Und das ist ein sehr schöner Satz, der also aber auch den Wunsch nach dem topografischen Überblick gewissermaßen, auch wenn da unten Katastrophen sich abspielen, zu Tausenden, die man auch alle gerne am liebsten erzählen wollen würde, dass man quasi diesen kosmischen Blick einmal von oben hat auf die sich bewegende Lichterschlange. Das hat schon, ich weiß nicht, ob jüngere Leute das jetzt auch noch so mythologisch sehen, die Stadt, aber das war klar bei Berlin. Ich habe ja auch in West-Berlin sehr lange gelebt, also das ist für mich schon auch eine Stadt, die Osten, Westen unglaublich viel erzählt. Das wäre ja auch unsere Aufgabe, dass wir versuchen, die Jüngeren daran zu führen, dass sie es genauso, diese mythologischen Aspekte erkennen können. Vielleicht als letzte Frage, die Frage, ob du eigentlich, du hast erzählt, Gang vor die Hunde, es ist ein Untergangsbewusstsein. Wie geht dir das selber heute in unserer Zeit? Manchmal, wenn man älter wird, neigt man dazu, auch alles schlecht zu finden, was in der Gegenwart ist. Manchmal neigt man dazu, in die Jugend ganz besondere utopische Hoffnungen zu setzen. Wie geht's dir? Interessiert dich das überhaupt so? Man so will, ein geschichtsphilosophischer Blick auf die Gegenwart. Wo stehen wir? Oh, das ist jetzt hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. 2 Minuten, oh je. Ja. Also ich sehe es nicht ganz so dämonisch und untergangsmäßig. Ich sehe in den ganzen Auseinandersetzungen schon auch einen Teil von, wie heißt es immer so schön, gelebter Demokratie. Also ich glaube, dass man sich auf diese Auseinandersetzungen einstellen muss. Ich glaube auch, dass Leute, die es gar nicht im Sinn hatten, mit daran schuld waren, dass es jetzt zu einer solchen dispersiven Meinungsflut irgendwie kommt. Aber das ist noch kein Grund für Untergang. Wenn gewisse Teile der militarisierten Rechten sich jetzt so aufhören wie die RAF. Ich meine, wie alt warst du, als Stammheim passierte? Ja, 10, 9. Ja, wenn du da schon erwachsen warst, dann hattest du auch in dieser Zeit das Gefühl, die Welt geht unter. Egal, auf welcher Seite du jetzt warst. Klar. Ja. Das hat man auch als Kind, war einem schon klar, dass da was sehr Besonderes. Ganze Wellen jeweils von katastrophalen Entwicklungen, die eben aber auch Chancen bieten. So dümmlich das immer, weil das klingt immer nach Politikerdeutsch. Sorry, krieg's nicht besser hin. Gut, wir freuen uns auf den Film und reden dann hoffentlich, wenn ich ihn gesehen habe. Dringend, genau. Bis dann. Hier an diesem Tresen.